Ja, herzlich willkommen zu diesem Interview mit Michael Berra hier in der Kirche im Prisma in Rapperswil. Wir freuen uns, hier zu sein. Danke vielmals. Und wir dürfen dich befragen über deine Dissertation oder über deine PhD-Arbeit, die du gleich abschließt, ja, jetzt. Und dann einen Doktortitel trägst in Theologie. Super spannend. Du bist Ehemann und Vater von zwei Kindern und hier Pastor in Rapperswil. Ja, du bloggst gerne auch und oder ja, versuchst deine Gedanken irgendwie zu verarbeiten und in Podcasts und Blogs. Klingt irgendwie nach viel? Stresst dein Alltag oder wie sieht das aus? Nee, es hält sich eigentlich in Grenzen. Ja. Ich glaube, es ist eine Frage auch der Persönlichkeit, wie man da funktioniert. Ich bin relativ gut organisiert, strukturiert, relativ effizient. Dann geht das gut, hilft, wenn man parallel Pastor ist und noch irgendwie so ein Projekt hat wie eine Doktorarbeit. Ja. Ich glaube, da ticken Leute ganz unterschiedlich. Mir kommt das jetzt entgegen. Ja, wie kommt ein so jung gebliebener Mann wie du dazu, so tief zu forschen, eine Dissertation zu schreiben? 3,5 Jahre hast du gesagt, geht das? Oder hast du jetzt gebraucht? Oder, wie intensiv war das zeitmäßig? Ja, ich investiere so etwa 20%. Okay. Intensiv. Ja, es ist intensiv, aber es macht sehr, 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 sehr Freude. Und was ist dein Motiv? Wieso hast du das gemacht? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es sind so zwei Aspekte. Das eine ist, ich habe das so im Laufe der Zeit, man lernt sich ja immer besser kennen, habe ich gemerkt, so vom Typ her, ich liebe das. Also ich liebe es zu forschen, ich liebe es tiefer zu graben, habe gemerkt, dass ich oftmals die meisten Leute rund um mich herum wollen die Sachen nicht ganz so tief wissen wie ich oder stellen nicht so blöde Fragen wie ich. Okay. Und dann hat mich mal ein Freund darauf hingewiesen, hat gemeint, oh, wäre das nicht was für dich? Und ich weiß auch nicht so genau. Und so fing mal ein Prozess an, das ist so das eine. Und in dem jetzt im Prozess habe ich gemerkt, ich liebe es. Ich liebe das Schreiben, das Forschen. Eigentlich ist es mir immer noch zu wenig tief. Ich würde gern Fußnoten von Fußnoten von Fußnoten machen, aber das, ja. Muss man sich auch da man muss fokussieren. Man muss sich fokussieren, das ist natürlich auch eine gute Sache. Ja. Und das Zweite ist, aber so für die zweite Berufslebenshälfte, oder? Ja. Habe ich mir überlegt, wo bin ich am wirksamsten? Ja. Und ich glaube, in dem Bereich habe ich einen Beitrag zu leisten, ein Stück weit auch so, dass das theologisch-akademische zusammenzubringen mit der normalen Praxis ist ein Anliegen von mir und da vielleicht Brückenbauer, Bindeglied zu sein. Ja. Ich verändere gern Denken und all das kommt in dem zusammen. Und ich glaube, das könnte helfen. Ja. Und der Prozess selbst hat mir auch geholfen, nochmal zu merken, da gibt es noch viel zu entdecken. Ja. Würdest du sagen, hast du es mehr für dich gemacht oder mehr für deinen Dienst? In dem du drin bist, was würdest du sagen? Ich würde sagen, kann man die beiden Sachen trennen? Ja, oder? Gute Antwort. Mein Dienst hat wesentlich mit mir zu tun. Und von daher, wenn es mit mir etwas macht, wenn es meinen Horizont weitet, wenn es da einen Prozess gibt, hoffentlich fließt das dann auch in den Dienst ein. Also von dem ist es auf jeden Fall beides. Der Prozess, ich habe mir auch überlegt, ist es wegen dem Titel? Ich würde sagen, nee, der Titel ist mir eigentlich nicht so wichtig. Vielleicht öffnet es mal eine Tür oder nicht. Ja. Aber ich fand es spannend, in den Prozess einzutauchen, der schon auch ein bisschen demütigend und herausfordernd war und ist. Ja. Bevor wir da nochmal zu Praxis und Forschung und so hineingehen, noch eine Frage. Einfach kannst du uns kurz hineinnehmen in deine Arbeit? Vielleicht ein Nugget. Mhm. Was hast du geforscht? Was ist so ein Nugget aus deiner Arbeit? Genau, also ich sage jetzt nicht wahnsinnig viel über die Forschungsfrage und zwar, da finde ich nicht so interessant. Also ich bin ja jetzt eigentlich fertig. Von daher so das Resultat, es ging um die Frage, etwas, was wir oft benutzen, auch gerade in unseren Kreisen, ist so der Ausdruck, eine persönliche Beziehung mit Gott oder persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Ja. So, das klingt jetzt nicht mal so wahnsinnig theologisch. Ja. Und ich glaube, da ist auch ein Problem verborgen. Oftmals weiß man gar nicht, was meint man eigentlich damit? Ja. Macht es überhaupt Sinn, so darüber zu reden, was zwischen Gott und Mensch abläuft? Ist das eine Beziehung? Was um alles in der Welt meinen wir mit Beziehung? Ist es dasselbe wie meine Beziehung zu diesem Glas oder meine Beziehung zu meinem Chef oder meine Beziehung zu meiner Frau oder was ist es denn jetzt? Von was reden wir? Und da habe ich geforscht, was,
Was bedeutet das? Das in Zusammenhang gebracht mit so einer Referenzwissenschaft, Beziehungswissenschaften heißt das Relationship Science im englischen Bereich, empirisch. Okay. Wie verstehen wir denn zwischenmenschliche Beziehungen? Und ist das dasselbe, was in der Vertikalen zwischen Gott und Mensch läuft? Und das Resultat war verblüffend. Es hat so starke Parallelen. Mhm. Und das führt dann zum Zweiten. Was für Auswirkungen hat das auf unser Denken, auf die Theologie? Ja. Wenn das der Kernpunkt ist, also die gelebte Beziehung, existenziell, nicht einfach nur drüber nachdenken, wenn das das Kernding ist, worum die ganze Bibel dreht, was für Auswirkungen hat das auf die Theologie? Mhm. Und ich behaupte mal ganz frech, das müsste eigentlich das Leitmotiv sein für das Ganze der Theologie. Und das verändert schon einiges. Du meinst, die Menschen müssen wissen, hey, da gibt es einen Gott, in den du Beziehung treten kannst. Das ist der Kern vom Evangelium. Kann man so runterbrechen? So ja, einfach? ungefähr. Ich glaube, das Evangelium ist noch mehr zu sagen, ja, da gibt es die Beziehung und jetzt kommt Gott auf mich zu. Ja. Da gibt es schon eine gewisse Asymmetrie drin, dass er sagt, er ergreift die Initiative und das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft, weil von mir aus hätte ich da wenig Chancen. Ja. Aber sonst darfst du mal lesen. Ja, nein, es klingt auch sehr eigentlich auch einfach und simpel und das ist vielleicht auch spannend. Du hast gesagt, in aller Komplexität beim Forschen, das Spannende ist dann, das Einfache, Simple in seiner Tiefe zu ergreifen. Ja, total, total. Und ich glaube, um das geht's. Also man kann es ganz simpel auf den Punkt bringen und trotzdem ist der Weg zu diesem Simplen oft ziemlich komplex, dass man viele, viele Doktorarbeiten drüber schreiben könnte. Mhm. Und das ist auch okay so. Für die eine Person ist es einfach diese simple Tatsache für deine Kinder, 3,5 und so weiter, oder sagen, oh, der Jesus hat mich gern. Ja. Gut, du hast kapiert, oder? Ja. Viel mehr braucht es nicht. Und für andere, für dich, für mich, auch im unterschiedlichen Grad, ist der Weg zurück zu diesem Einfachen aber sehr viel komplexer, weil wir irgendwo in der Pampa stehen, weil wir unterschiedlich geprägt sind, vielleicht auch nicht nur positiv geprägt sind. Da braucht es manchmal einen langen Weg, um wieder da zu landen, zu sagen, kann es denn sein, dass es wirklich so einfach ist am Schluss? Mhm. Und ich würde sagen, ja, aber der Weg ist manchmal komplex. Ja. Ja, klingt jetzt auch eben sehr praktisch und hat das deinen Dienst auch so beeinflusst? Mhm. Würdest du sagen, jetzt dieses Forschen oder wie hat das deinen Dienst als Pastor beeinflusst? Also was ich faszinierend finde, ist wenn dieses Leitmotiv der Beziehung, wenn wir sagen, das ist das Kernding, dann bringt es Theorie und Praxis zwingend zusammen. Ja. Es ist nicht so irgendwer so, ah, da kommt die Theorie und jetzt muss die Praxis folgen. Nein, es ist total ineinander verwoben. Also ich kann ganz simpel in der Praxis das Leben und die Reflexion von dem ist ganz nah damit verbunden. Und ich finde, das ist sehr, sehr hilfreich. Ja. Cool. Lass uns noch kurz über das wissenschaftliche Studieren sprechen. Viele Studenten erleben das auch, wenn sie ein Studium beginnen, dass das Studium oder der Glaube zum Studium wird. Oder der Glaube findet im Studium statt und dann gibt es eine Diskrepanz zwischen dem, dass ich den Glaube erlebe oder dass der Glaube mir Erkenntnis gibt in meinem persönlichen Erleben mit Gott und dem Studium. Und irgendwie sind viele herausgefordert, findet der Glaube dann fast nur noch im Studieren statt. Mhm. Und da geht es auch oft um wissenschaftliche Studien und dann wird es sehr akademisch plötzlich, der Glaube. Mhm. Ja, wie bist du damit umgegangen, mit dieser Spannung? Mhm. Was hast du da erlebt? Also vielleicht zwei Aspekte. Einerseits habe ich vor vielen Jahren mal für mich gelernt, dass ich das nicht so aufdröseln oder auftrennen muss, zu sagen, das ist meine persönliche Zeit mit Gott und das hat mit Predigen zu tun oder mit Studieren und das darf nichts miteinander zu tun haben. Wenn ich bei Gott bin, dann muss ich ganz da sein und nichts anderes, sondern das fließt ineinander ein. Also wie jede Beziehung. Letztlich wieder da zu sagen, ich rede mit meiner Frau auch über meinen Job und das darf auch so sein. Wenn es nur noch das ist, dann ist irgendwas schief, oder? Also wenn, du hast ja auch gesagt, so der Zweck, dass Gott wie Mittel zum Zweck wird, damit ich meine Arbeit schreiben kann oder so, dann kippt es. Dann ist es, glaube ich, eine Beziehung, die nicht mehr wirklich intim ist, sondern mehr so eine Zweckverbindung. Spannend. Und da kippt was. Ja. Aber herausfordernd finde ich es. Also ich habe auch gemerkt, jetzt während dem Studieren, du setzt dich mit einer Thematik auseinander, die eigentlich zutiefst persönlich dich betrifft. Ja.
und du denkst darüber nach. Und wenn du darüber nachdenkst, gehst du ein Stück weit in Distanz. Und das dann wieder zusammenzubringen, das ist etwas, was man immer wieder sehr, sehr bewusst machen muss. Und das finde ich immer auch herausfordernd. Ja. Dann hattest du, wenn du dann methodisch schreiben musst, sehr wissenschaftlich jetzt viele Sachen, die vielleicht in einer Dissertation schreiben, ja, interessieren viele Menschen nicht so. Die Nuggets vielleicht schon, oder? Aber dann hast du wie gehofft, okay, das kommt dann wieder zusammen, das kommt dann wieder mit der Praxis zusammen. Oder wie bist du in diesen Zeiten umgegangen, wenn es dann sehr... Ich glaube nicht, dass es unbedingt das jetzt ist, ob es wissenschaftlich ist oder nicht wissenschaftlich, das ist gar nicht der Knackpunkt. Du kannst komplett unwissenschaftlich dich distanzieren und vor allem über jemanden, das wäre wieder das Beziehungsdenken, oder über jemanden nachdenken, statt mit ihm zusammen nachzudenken oder mit ihm oder ihr Zeit zu verbringen. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Ja. Also immer wieder aus der Stück weit Distanz, ich denke jetzt etwas nach, hin zu dem zu sagen, nee, ich denke nicht einfach nur über dich nach, Gott, lass uns zusammen nachdenken. Ja. Und drum auch nicht dieses Auseinanderreißen, sondern zusammenbringen. Ja, und das hilft. Aber ich finde, es kommt nicht so komplett natürlich und es braucht immer auch ein Effort. Vielleicht noch zum Schluss, wenn du dich zurückerinnerst an deine Anfänge vom Studium, ja, viele sind jetzt da im Start im Studium und beginnen zu forschen, auch wissenschaftlich zu denken und das eben zusammenzubringen mit ihrem Erleben und Glauben. Wenn du darüber nachdenkst, was würdest du ihnen mitgeben und was würdest du anders machen, wenn du zurückschaust, was würdest du gleich machen? Ja. Also zurückgeben so bei meiner Grundausbildung damals, etwas, was ich gleich machen würde, ich war immer ein bisschen Revoluzer und so diese Sachen, ja, wir packen unseren Rucksack jetzt mit Wissen und dann bedienen wir uns irgendwann mal und ich bin jetzt nur beim Studium und alles andere nichts mehr, da habe ich mich immer dagegen gewehrt. Da habe ich gesagt, unser Auftrag, das, was uns als Christen ausmacht, das ist nicht einfach weg, nur weil ich studiere. Und drum voll weiterhin in diesem Auftrag zu leben, Beziehungen zu pflegen zu Nichtchristen und so weiter. Das war mir besonders wichtig. Ein Stück weit manchmal auch ein Kampf im Studium. Das würde ich gleich machen, darum zu kämpfen. Weil das auseinanderzureißen eine ganz schlechte Idee. Ja. Etwas, was ich anders gemacht hätte, wäre, ich wäre lernbereiter gewesen von Anfang an. Ich bin gekommen und habe gedacht, ich weiß eigentlich schon relativ viel. Oder ich bin ein ziemlich guter Christ und so. Und jetzt kriege ich noch mehr Input, jetzt weiß ich noch mehr, jetzt bin ich voller Checker und so weiter. Und diese Haltung hilft nicht, wahnsinnig lernbereit zu sein, sondern ich glaube, ich wäre lernbereiter, offener zu sagen, okay, ich weiß nicht so viel, das habe ich dann im fünften Studienjahr damals gelernt, nee, ich weiß eigentlich nicht so viel. Und zu lernen von anderen, die es auch ganz anders sehen als ich. Ich glaube, das ist so ein Stück weit ein Gebot der Stunde, das hilft mir, mich selbst auch wieder zu relativieren und zu reflektieren. Und ich glaube, so gerade wie die Gesellschaft im Moment tickt, ob es jetzt die Frommen oder auch nicht so die Frommen sind, es wird immer polarisierender. Und da ist es, glaube ich, ein Skill zu lernen, auf andere zu hören, die ganz woanders sind und mich auch von dem beeinflussen zu lassen. Ja. Und das würde ich, glaube ich, noch stärker betonen, wenn ich nochmal anfangen würde mit Studieren. Ja. Schön, danke vielmals. Michael? Bera, und für all die Antworten und die Inspiration aus deinem Studieren, deinem Leben. Cool, danke. Gerne.